Hallo. Siemens hat vor kurzem ein paar neue Sicherheitsfeatures zu ihrer speicherprogrammierbaren Steuerung hinzugefügt. Und sie werden uns ein bisschen erzählen darüber, was sie dabei gefunden haben. Sie kommen aus der Universität Bochum, sehr studieren da und der Lehren da. Und eine große Runde Applaus für unsere beiden Vortragenden. Ja. Willkommen zu unserem Vortrag. Genaueres Anschauen von voller Codeausführung auf den Siemens S7 speicherprogrammierbaren Steuerung. Wir sind aus der Uni Bochum und ich bin Tobias. Ich bin schon mal auf dem Congress und jetzt kann ich endlich zurückgeben und ich bin da sehr froh drum. Und lass uns jetzt damit anfangen. Zuallererst, worum geht der Vortrag? Wir haben ein bisschen Hintergrund für euch, wie speicherprogrammierbare Steuerungen funktionieren, was sie machen, warum wir sie vielleicht nutzen wollen, in welchen Umgebungen. Dann werden wir uns genauer anschauen, welche SPS von Siemens verwendet werden, die Hardware von ihnen und danach die Software und die unterschiedlichen Sachen, die wir dabei gefunden haben. Zu guter Letzt wollen wir ein Beispiel zeigen, was wir erreicht haben und ein paar Informationen geben. Zuallererst Prozessautomatisierung. Wir alle kennen das oder vielleicht machen wir es oder kennen jemanden, der es macht. Wir nehmen ein Gerät in unser zum Beispiel Smart Home, wenn wir es so nennen wollen oder Smart nennen wollen. Und wir automatisieren unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Sachen, um unser Leben einfacher zu machen, wie zum Beispiel die Temperatur weiter auf- und abdrehen. Wir wollen nicht zu heiß werden und nicht zu kalt werden. Was wir sagen ist, wir nehmen einen Sensor in unserem Haus und ein Gerät, das mit diesen Sensoren interagiert. Zum Beispiel haben wir ein Thermostat und eine Heizung und wir wollen die Temperatur so anpassen, wie es im Thermostat eingestellt ist. Einfache Lösungen wie das hier für Smart Home. Aber was ist, wenn wir ein sehr komplexes System haben? Hier können wir sehen, links unten, ein ziemlich komplexes Bild, wo ein paar Operatoren vor einem Bildschirm sitzen, einem Computer-Maschinen-Interface, die die ganze Information anzeigt, was zum Beispiel in dieser Fabrik passiert. Wir haben unterschiedliche Sensoren in der Fabrik und wir müssen unterschiedliche Motoren steuern, sodass und dafür benutzen wir speicherprogrammierbare Steuerung. Wir haben unterschiedliche Inputs und Outputs und wir haben eine Logik dazwischen. Und normalerweise benutzen wir eine SPS, eine speicherprogrammierbare Steuerung. Unterschiedliche Technologien, die da verwendet werden können, zum Beispiel ein Programm oder Bilder, grafische Programmierinterface-Optionen und die steuern dann den Output abhängig davon, was sie hereinbekommen haben. Zum Beispiel in chemischen Anlagen oder Stromsteueranlagen oder in bei der Autoherstellung. Dort sind sie sehr kritisch zu dem, wie unsere Umgebung funktioniert. Manchmal sehen wir sie nicht, aber sie steuern alles im Hintergrund. Und wir wollen wirklich nicht, dass sie missbraucht werden. Wenn man zum Beispiel zu Google geht und Chemie-Desaster anschauen, dann können wir sehen, wie das aussieht. Und wir wollen nicht, dass das passiert. Weder aus Versehen, noch weil jemand es zerstören wollte. Hier sind ein paar der Angriffe in der letzten Zeit. Es begann 1999 mit dem ersten Erkundungsversuch
Und später wurde es dann fortgeschritten, 2010 zum Beispiel wurde Stuxnet gefunden, der ein sehr komplexes System war, was sie da alles benutzt haben, welche unterschiedlichen Fähigkeiten dafür verwendet wurden. Es war sehr eindrucksvoll. Und in den letzten Jahren hatten wir einfach Probleme mit den ukrainischen Stromversorgungen. 2015 und 2016, kurz vor dem und zwar Weihnachten, ist das Licht in einigen Städten für sogar eine ganze Weile ausgefallen. Um ein paar Ideen für Siemens speicherprogrammierbare Steuerung zu reden. Zusammen mit Rockwell Automation ist Siemens einer der, hat Siemens mehr als 50% der Marktmacht. Und wenn wir dort Geräte haben, die ein bisschen mehr Sicherheit haben, dann wollen wir uns anschauen, die anschauen, die am häufigsten verwendet werden. Darum haben wir uns auf Siemens eingestellt. Dies ist die Siemens S7 1200 speicherprogrammierbare Steuerung. Das ist eine der kleineren Siemens-Steuerungen. Es gibt noch kleinere, aber das ist mehr so ein Beispiel. Das ist ein, das, was wir, die kann man als, ist noch relativ bezahlbar, es sind 250 Euro für die PLC und dann brauchen wir noch ein bisschen Strom, das kostet nochmal so viel. Und solange man nicht zu viele kaputt macht, wir haben ein paar kaputt gemacht und man sie nicht fallen lässt oder solche Sachen, dann funktioniert das ziemlich gut. Man kann irgendwoher die Ressourcen bekommen, um damit zu spielen. Wir haben unterschiedliche Anwendungen und die haben wir vorhin schon besprochen. So sieht es im Inneren einer Siemens S7 1200 speicherprogrammierbaren Steuerung. Wir haben den Blick von oben. Im linken Bild ist nur eine von mehreren Platinen, die übereinander in diesem Gehäuse sind. Aber die wirkliche Magie passiert in der obersten Platine, die grüne, die wir jetzt hier sehen. Wenn wir das Ganze ein bisschen detaillierter anschauen, dann haben wir oben den Blick von oben, auf der linken Seite den Blick von oben, die ARM-CPU, die darin läuft, oder unterschiedliche Input- und Output-Sachen, die wir miteinander kommunizieren, damit unterschiedliche Systeme gesteuert werden können. Und dann ist der Flash-Chip dort auf der Rückseite, auf der oberen Seite. Es ist ein größerer Flash-Chip, der die Firmware der Steuerung beinhaltet. Und die werden wir uns später genauer anschauen. Auf der Rückseite ist die Unterseite der Platine. Hier ist der Chip, auf dem der Bootloader ist, ein SPI-Flash-Chip, 4 MB, wo der Bootloader liegt. Hier wollten wir uns mal genauer anschauen, was für ein Prozessor auf dieser Platine drauf ist und wie der aussieht. Und wenn wir das wirklich herausfinden wollen, wenn man es wirklich herausfinden möchte, muss man den Chip aufmachen, die Kapsel lesen und es ist ein Renesas ARM Cortex A4 aus dem Jahr 2010. Und wenn wir jetzt Software uns näher anschauen, dann wollen wir auch herauswissen, welche Versionsnummer das ist, welche ARM-Standard unterstützt wird. Und wir haben eine spezielle Instruktion im ARM-Instruktionsset und dann können wir die unterschiedlichen Bits daraus encodieren oder dekodieren. Und wenn wir wirklich herausfinden wollen, was passiert, können wir diese Bits analysieren und genau die Hardware herausfinden, die dort verwendet wird. Und damit wenden wir uns dem Speicher der Hardware zu. Und da übergebe ich jetzt an Ali. Ja, also jetzt, nachdem Tobias die SPS ausgepackt hat, werde ich mir jetzt ein bisschen die Features angucken. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist ein Cortex A4, Revision Nummer 3. Das ist ein Big-Endian-Befehlssatz.
und das hat auch nur eine MPU, also es gibt keinen virtuellen Speicher, verschiedene Größe von Arbeitsspeicher, das hängt davon ab, in welchem Jahr man das gekauft hat und was für eine Version der Hardware man bekommen hat und auch verschiedene SPI-Flash und NAND-Flash-Chips. Der wichtigste Unterschied ist der Arbeitsspeicher. Die neueren benutzen Micron Technologies. Und wir schauen uns mal hier den SPI-Flash an für den Bootloader. Abhängig davon, ob man 1 oder 4 Megabyte SPI-Version hat, hat es unterschiedliche Menge an Speicher. Und was der Bootloader jetzt macht, der macht die typischen Sachen, was ein Bootloader so macht, also die Hardware konfigurieren, verifiziert, ob das Framework korrekt ist, bevor es geladen wird. Und wir haben das mit Röntgenstrahlen uns angeschaut. Das ist also dreidimensional, das heißt, die Platine rotiert. Wir wollen uns hier auch die Hardware genauer angucken. Und jemand an der Universität hatte so ein Gerät, deswegen. Also hier ist ein schnelle 15-Minuten-Röntgenbild, aber wenn man sich das dann genauer anschaut, tiefer reingeht, dann bekommt man sowas. Und das ist so eine Art Software-Animation, also man kann da auch in die Platine reingehen und jede Schicht einzeln sehen, das ist sehr nett. Das hat also 4 Schichten. Und ja, also schauen wir uns den Bootprozess an. Da wird üblicherweise, also da, wie üblich passiert, Hardware-Konfiguration. Da gibt es ganz viele Modus-Händler und dann wird eine CAC-Prüfsumme berechnet, die man leicht umgehen kann, indem man einfach die CAC umgeht. Die 2017-2018 Variante erlaubt uns da diese SPI-Flash zu überschreiben. Und letztendlich auch die CAC-Checksumme des Frameworks wird dann auch geprüft, bevor es geladen wird. Das sind 128 Kilobyte, in Wirklichkeit ist es weniger, die Hälfte davon ist im Wesentlichen nur Nullen. Siemens hat das mehrfach geändert. Da gibt es verschiedene Versionen, 3 Varianten, 4 Varianten von diesem Bootloader. Das hat sich also weiterentwickelt. Das war also nichts, was statisch war. Wie wir das schon erwähnt haben, erste Stufe ist Hardware-Initialisierung. Und dann wird der Bootloader in den RAM geladen im Wesentlichen und die CAC-Prüfsumme überprüft, damit er nicht verändert wurde, was man aber leicht umgehen kann. Und die zweite Stufe, da wird dann die Hardware, also das ist die zweite Stufe der Hardware-Initialisierung. Und dann wartet das eine halbe Sekunde auf ein spezielles Kommando und da reden wir nachher drüber, was passiert, wenn man dieses Kommando da reinschickt. Und ansonsten erzeugt das CAC, also Prüfsummentabelle, und die blendet dann quasi das Framework im RAM ein. Das Betriebssystem hatten wir bislang nicht erwähnt, das heißt Adonis. Wir kennen das aus anderen Kontexten. Die ersten Referenzen dazu sind im Framework enthalten. Das war uns aber nicht genug. Wir haben also gesucht, gibt es irgendwie Referenzen darauf? Und bei LinkedIn kann man sowas gut nachschauen. Und hier gibt es jemanden, der ein Siemens-Entwickler, der schreibt, dass er hier mit Adonis gearbeitet hat. Also er hat damit gearbeitet und das war nicht genug für uns. Also weiß auch nicht, warum der da Windows und Linux daneben schreibt. Und wir gucken nochmal weiter und dann gibt es den hier, das war der beste beste Indikator dafür. Da hat ein Siemens-Ingenieur geschrieben, dass er mit Adonis Real-Time Operation System gearbeitet hat. Und das ist, heißt, wir haben also recht. Und jetzt kennen wir also den Namen und sind uns auch da sicher. Und jetzt schauen wir uns mal die Komponenten an. Es ist
In 440 geht es los und dann wird der Kernel initialisiert und dann gibt es viele verschiedene Routinen, um die einzelnen Komponenten zu initialisieren. Ich glaube nicht, dass Siemens das so darstellt. Wir haben keine Bilder im, das heißt, wir haben das aufgeteilt jetzt in Kerndienste. Und dann gibt es solche, die mit der Automatisierung zusammenhängen. Also sowas wie Logik, Programme, Befehle, die dann auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das sind mehr die Dienste, die mit Automatisierung zu tun haben. Profinet, AWP, automatisiertes Webprogrammierung, den MC7P-Parser und die weitere Logik, die einzelne Teile haben da ihre eigenen JIT-Compiler innerhalb des SPS. Und dann gibt es das OMS, das Konfigurationssystem, was sehr viel mit Automatisierung zu tun hat, mit diesem Kern-Automatisierungssystem. Und dann gibt es Central I.O., Alarm und solche Dinge, die mit Automatisierung zusammenhängen. Im Betriebssystemteil gibt es die üblichen Sachen, also Dateisystem, PDCFS, da wird Tobi später noch drüber reden, der TCP-IP-Stack, einige C++-Bibliotheken, die nicht von Siemens kommen, Miniweb, Webserver, ein MWSL-Parser, viele Unterkomponenten, das ist ganz üblich in Betriebssystemen. Das. Ja, und es gibt auch Verweise auf CoreSite. Ich weiß nicht, wie viele da CoreSite kennen oder damit arbeiten. Das ist sowas Ähnliches wie Intel PT, also Intel Process Tracing für Intel-Applikationen. Und das kann man benutzen, um Codeabdeckung zu erreichen. Zum Beispiel der Hardware-Teil ist von Thomas Weber sehr gut dokumentiert. Er ist auch hier. Ist dieses Jahr hat er auf Black Hat Asia vorgestellt. Aber Vorsicht, wenn ihr euch damit verbindet, die SPS hat Anti-Debugging-Features, die dann den NAND-Flash mit zufälligen Daten überschreibt. Also da macht ihr die SPS kaputt. Also gucken wir uns CoreSite ganz kurz an. Bevor ich das jetzt mache, also Ralf Philipp hat auch eine super Talk über CoreSite Tracing. Also ich empfehle euch, den mal anzuschauen. CoreSite hat drei Hauptkomponenten, Quellen, Verbindungsteile und Senken. Und der erste Teil ist ein Feature in der CPU, wo man der CPU mitteilt, woher man die Daten haben will. Diese Verbindungen, die Links, die konvertieren in gewisser Weise diese Quellen. Das kann man auch gut zum Fuzzen benutzen. Ein paar Leute, also nicht viele, arbeiten damit. Coverage Guided Fuzzing. Das gibt es auch bei Intel PT. Und diese Quellen, die haben im Wesentlichen drei Komponenten, STM, PTM und ETM. ETM nur in der neuesten Version. Und man hat da also diese Links, diese Verbindungen, die verschiedene Quellen zu verschiedenen oder einzelnen zu solchen Ausgabemodulen verbinden. Also es gibt da diese Senken und wie zum Beispiel den Ringbuffer der CPU oder JTAG oder die internen Datenpfade. Dann haben wir uns angeschaut, ob CoreSite vorhanden ist. In der Software ist es schon implementiert. Das heißt, sie haben die Referenzen in ihrer Software drin, wo CoreSite in der SPS konfiguriert wird. Und es ist eine ältere Version, ist die Version 3.
Jetzt, wo wir über Crosshide geredet haben, schauen wir uns Firmware-Dumps an. Das ist jetzt etwas, was, mit dem ich viel mehr gemacht habe, was für mich eher zu Hause Firmware-Dumps in diesem Fall, dass es so nah wie möglich man daran kommt. Was ich mag, wenn wir über SPSen reden oder darüber reden, wie SPSen funktionieren. In Siemens Fall haben wir dieses 13 Megabyte Binary. Am Anfang ist es nicht so groß, aber wenn man damit sich das Ganze anschaut und die IDA und Python Funktionen darauf anwendet, dann kommt man 84.000 Funktionen. Die möchte man sich nicht alle genau anschauen müssen, also zumindest nicht manuell. Außerdem haben wir auch 84.000 Funktionen in einem Image. Das ist auch nicht die schönste Firmware, die es auf dem Planet gibt. Aber das ist, was ich mir angeschaut habe. Und das ist auch, was wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten genauer anschauen wollen. Wir haben unterschiedliche Namen. Ein Name, SumMaxSize, das ist mein interner Name. Ich verstehe nicht wirklich, was es macht in dieser Funktion, aber es gibt andere, die besser benannt sind. Ein paar Teile haben wir besser verstanden, ein paar Teile haben wir schlechter verstanden, aber ich habe es mir in viele die meisten Stellen mal angeschaut. So, jetzt geht es um die Adressen. Wir haben viele Informationen darüber herausgefunden, viele Sachen herausgefunden, die interessant sind, wenn wir uns den Code in der Firmware anschauen. Was wir zuallererst verstehen müssen, ist, dass der Cortex M0 Bank Register gibt. Das ist eine man hat verschiedene Bänke, wo Register in der CPU logisch vorhanden sind. Das vereinfacht es, Software zu schreiben. Wir haben unterschiedliche ein pro Ausführungsmodus. Das heißt, wenn wir uns anschauen wollen, was in dem Firmware-Status zu einer Zeit, wie der Firmware-Status aussieht, ist, dann müssen wir uns anschauen, wie die unterschiedlichen, die Stati der unterschiedlichen Modi sind. Das ist der Firmware, den wir uns angeschaut haben und die können wir uns anschauen und als Anfangspunkt für eine Reverse Engineering benutzen. Jetzt haben wir ein paar Adressen. Der erste ist der Arbeitsspeicher, die zeigt, welche Funktionalität oder was man erwarten kann, wenn wir Firmware-Code uns anschauen. Das sind die Interfaces in unterschiedlichen Arbeitsspeicherbereichen. Wenn wir uns ARM-Code anschauen, dann sieht es irgendwelche komische Zugriffe auf irgendeinen Arbeitsspeicherplatz und wir wollen wissen, was es da wirklich macht. Und es sieht sehr komisch, sieht sehr uneventful aus, wenn da irgendwie ein Arbeitsspeicherzugriff ausgeführt wird und man keine Ahnung hat, was es macht. Zum Beispiel in einem Bereich, da ist Code und wenn man irgendwelche globalen statischen Daten anschauen möchte, dann muss das Data oder BSS-Sektionen anschauen. Und der Heap Memory ist auch in seinem eigenen Arbeitsspeicherbereich, bei Heap Memory im uninitialisierten Bereich. Und für unterschiedliche Sektionen sind diese Daten zusammengetragen. Wenn man sich Firmware-Images anschaut, möchte man auch wissen, welche Hardware ein bestimmtes Bereich von Code interagiert. In diesem Fall haben wir uns die Regionen angeschaut, herausgefunden, was die unterschiedlichen Regionen bedeuten für Arbeitsspeicher gemappten I.O. ARM arbeitet mit der Hardware in einer Art und Weise, dass da ein Bereich in der vorhanden ist und in denen werden dann Daten geschrieben oder Daten gelesen und das wird dann zu einem Ausgangsdaten vom Chip, so irgendwelche Beinchen oder Binärdaten am Chip analysiert. Wir haben unterschiedliche Chips, mit denen wir reden können, mit unterschiedlichen Seriellprotokollen, zum Beispiel SPI oder I2C. Und da steht, wo diese Verbindungen im Arbeitsspeicher abgelegt sind oder logisch verknüpft sind. Zum Beispiel gibt es Timer, die angesprochen werden. Und damit versteht man auch, was in dem Code ungefähr passiert.
haben wir Sicherheitsmodi. Siemens hat benutzt einige von diesen Konfigurationen, um Arbeitsspeicher zu schützen, zum Beispiel. Wenn das Execute Never Bit gesetzt wird, dann wird das nie ausgeführt in diesem Adressbereich. Oder wir haben Bereiche, die man nur lesen kann, die nicht überschrieben werden. Das heißt, es ist interessant, dass sie das in Praxis angefangen haben anzuwenden. Hier sehen wir, was passiert, wenn die Firmware selber bootet. Die Firmware möchte nicht wirklich zu sehr vom Firmware abhängen und es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Teams, die unterschiedliche Dinge tun und das Interface so klein wie möglich zu machen, wiederholen sie ein paar Sachen, die der Bootloader-Code schon gemacht hat. Das heißt, er stellt die Vektortabellen für Interrupts und so weiter. Wenn wir jetzt weitergehen, wollen wir den Adonis-Kernel starten und das Erste, was wir da machen, ist ein Array von Funktionspointern, einen für jede Funktionalitätstyp, den wir vorhin gesehen haben, in den unterschiedlichen Adonis-Komponenten. Das heißt, wenn man sich anschauen möchte, welche Komponenten sind da, welche Funktionskomponenten sind vorhanden, dann haben wir hier schon mal einen Anfang, wo wir da an können. Ja, dann gibt es auch ein paar Management-Sachen und Betriebssystem-Sachen und so, dass ein normales Betriebssystem auch macht. So, jetzt schauen wir uns die unterschiedlichen Komponenten von Adonis an. Das eine ist das Dateisystem, programmierbare speicherprogrammierbare Steuerung. Haben immer so die Frage, wie unabhängig von der Umgebungstemperatur sind sie? In welcher Temperatur kann eine SPS leben, bevor es abstürzt? Und wir wollen auch ein bisschen Sicherheit haben gegen Interrupts, wenn die Stromversorgung nicht so gut ist. Darum haben sie ein spezielles Betriebssystem, Powered on Consistent Dateisystem, Powered down Consistent Dateisystem. Das ist in der Firmware definiert und hier ist auch ein der gesagt hat, dass er an dieser Dateisystem gearbeitet hat. Wir haben noch einen weiteren sehr kritischen Teil von der Funktionalität. Wir wollen mit der SPS reden, wollen, dass die SPS mit uns reden kann und eine der Arten und Weisen ist TCP/IP. Also Netzwerk und für unterschiedliche Komponenten erreichbar gemacht und Siemens hat hier nicht sein eigenes Setup, was ist eigentlich eine relativ gute Idee. Sie benutzen den TCP-ISTIC von Internish. Wenn man googelt, kann man den Source Code finden und wenn man den dann auf die Firmware übertragen kann, dann kann man einige Zusammenhänge sehen. Da kann man bei grundlegende Funktionen finden, wie man ein Socket erstellt wird und das vereinfacht, diese Funktionen im Firmware-Image zu finden. Wir haben auch eine sehr kritische Komponente von jeder Firma, das sind, wie es updatet. Und die Siemens PLC ermöglicht, SPS ermöglicht Updates. Das eine ist, man drag and droppt eine UPD-Datei, ein Update-File in den Webserver und der versucht dann die Firmware-Integrität zu überprüfen und die Signaturen zu überprüfen. Der andere Weg ist, es mit einer SD-Karte zu machen. Die hat 24 Megabytes und kostet nur 250 Euro. Das ist super günstig, also so günstig. Wenn ihr es dekomprimiert, so eine UPD-Datei dekomprimiert, dann hat man, ja, wie es im Arbeitsspeicher aussieht, man hat unterschiedliche Felder, die man sich hier anschauen kann und das sind unterschiedliche Offsets, wo man in das Binärdatei eingreifen kann, einspringen kann. Ein magischer Header, das nicht irgendwas ganz komplett ist und eine CRC über das ganze, den ganzen Header. Wir haben auch ein paar Adressen aus dem Firmware-Image auslesen können, die uns dabei helfen, wo man in die Logik einsteigen kann. Und das schauen wir uns später an. Der nächste Komponente ist Miniweb, der Webserver, der
zeigt einem in gewisser Weise die internen Teile der SPS und welche Zustände die verschiedenen GPIOs haben, was die Eingaben sind, was die Ausgaben sind. Und das macht das mit einem MWSL-Sprache, also die Miniweb-Skriptsprache. Und wir werden das auf der nächsten oder die übernächsten Folie werden wir das sehen. Da werde ich dann auch gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Also es gibt einen Dienst einer von diesen Adonis-Initialisierungsfunktionen. Da habe ich vorhin auch schon drüber gesprochen. Jetzt schauen wir uns mal ein paar undokumentierte HTTP-Händler an. Das ist, finde ich, ganz interessant. Meine, also Lili und Lololo sind meine Lieblinge. Wenn man die zusammenbaut, dann, also wenn jemand vielleicht hier musikalisch inkliniert ist, dann kann man da vielleicht ein Lied draus bauen. Fände ich ganz interessant. Also schauen wir uns mal diese MWSL, diese Skriptsprache an, die die interne Funktionalität nach außen anbietet. Da kann man mit verschiedenen Editoren Dinge in so ein Template einbauen. Da sieht man hier rechts oben, da kann man zum Beispiel die CPU-Last sehen. Das scheint nicht zu gut zu performen. Also es scheint die Ausgabe nicht zu encoden, also das scheint dem zu vertrauen. Da gibt es also möglicherweise Web-Tricks, die man benutzen kann und auch das Parsen von diesem von dieser Darstellung, von diesen Tokens ist relativ komplex. Da wäre es vielleicht auch interessant, sich die Implementierung anzugucken. Wir werden uns diese Sachen auch gleich noch später anschauen. Das heißt, jetzt gehen wir uns erstmal zu den Sachen, die wir tatsächlich gefunden haben, und hier spricht nochmal Ali. Ja, danke Tobi. Also jetzt geht es um die Fähigkeiten, die dieser Bootloader hat, die uns unbeschränkte Codeausführung erlaubt. Dieses Feature ist im UART vorhanden, das heißt, man muss physikalisch Zugriff auf diese SPS haben. Aber wenn man die hat, dann kann man, wie Tobi beschreibt, kann man dieses Sicherheitsökosystem, das Siemens entwickelt hat, hier in diesem Produkt umgehen. Also man braucht UART-Zugriff, das hier dokumentiert, die Pins, TX, RX und die, also diese UART war vorher schon dokumentiert. Alles, was ich hier jetzt dann auch erwähne, da geht es um Bootloader Version 4.2.1. Siemens hat diesen Bootloader aktiv modifiziert. Das heißt, ich denke, über 2 Jahre haben wir da 2, 3 verschiedene Versionen von diesem Bootloader Versionen gesehen, die rausgekommen sind. Und es geht jetzt also um diese halbe Sekunde, wo er wartet auf ein spezielles Kommando, nachdem die Hardware-Konfiguration passiert. Das geht also auf diese S7-200 und S7-1200 inklusive SI Plus und die S7-200 Smart. Siemens hat da hinterher auch ihr Advisory geupdatet, dass es auch andere Produkte betrifft. Also reden wir mal über dieses spezielle, dieses Zugriffsfeature. Was hier passiert, der Bootloader initialisiert die Hardware und kopiert dann Inhalte des Bootloaders auf ein speziellen Bereich des Arbeitsspeichers, IRAM, und dann wartet es eine halbe Sekunde auf ein spezielles Kommando. Und wenn es dieses Kommando kriegt, dann antwortet es mit einem speziellen Kommando. Also wenn man den, man muss den magischen String MFGT, also es geht hier wahrscheinlich mit freundlichen Grüßen, also haben hier eine, und dann antwortet die SPS mit minus CPU und dann ist es in diesem speziellen Zugriffsmodus und man kann Kommandos reinstecken. Das ist in Adresse 0xEDF8 im Bootloader. Also hier ist dieser Client, den wir auch dann im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Da sieht man hier unten
2D435055, das ist dieses Dash-CPU von der SPS. Und wenn dann auch vielleicht noch über das UART-Paketformat reden, da hat jemand vorhin gefragt. Also wenn jemand dieses Kommando reinschickt, dann kriegt man eine ganze Menge Funktionen. Wir nennen die jetzt hier Händler. Und also es gibt solche Dinge, die nennen wir primäre Händler. Das gibt 128 Einträge. Und es gibt auch drei andere, also 0x80 UART-Konfigurationen und bei. Und in den primären, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Wenn wir uns die zwei vorherigen Folien nochmal angucken, dann habe ich hier die Version 4.2.3. Und was hier passiert, ist, dass dieses Kommando getBootloaderVersion wird ausgeführt. Also wir benutzen einfach dieses Feature, um rauszufinden, wie die Version vom Bootloader ist. Man kann eine ganze Menge Diagnosefunktionen ausführen, auch Framework-Updates kann man machen, die die übliche kryptografische Verifikation dieses Frameworks umgeht. Die braucht das gar nicht. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Also wir haben hier tatsächlich nur zwei von den Händlern wirklich benutzt. Wir werden über die anderen 128, die anderen werden wir gar nicht besprechen jetzt hier. Und wie funktioniert das? Einer, der interessant ist für uns, ist 0x80. Der ist hier schon erwähnt. Update-Mode-Funktion. Was das tut, ist, es erlaubt uns auf eine spezielle Stelle im Speicher, IRAM, zu schreiben, wo vorhin etwas vom Bootloader hin kopiert wurde. Da muss man also diese Austausch machen, MFGT1, und dann benutzt man diesen Händler und dann prüft es hier die Anzahl Argumente. Je nachdem, was man für einen Händler benutzt, hat es verschiedene Voraussetzungen, und dann muss man hier in dem Fall eine Target-ID mit angeben. Manche, da geht es um IRAM, SPIO oder Flash, und für jeden Einzelnen muss man dann auswählen, was für eine Operation man machen will, konfigurieren, lesen, schreiben, prüfen. Man kann das also machen, man kann also lesen und schreiben auf das IRAM im Wesentlichen. Das ist also 0x80. Und der nächste ist 0x1c. Da ist auch hier in der Liste. Hier seht ihr das. Und das erlaubt uns im Wesentlichen Funktionen aufzurufen. Diese Funktionen sind im IRAM aufgelistet. Da schickt man diesen Handshake, ist dann in diesem 0x1c-Händler. Und dann kann man die ID-Nummer dieser Händler, die wir benutzen wollen, ne, aufrufen. Hier sehen wir zum Beispiel eine ganze Menge Händler, die hier für 0x1c zur Verfügung stehen. Und die Frage ist jetzt, was können wir damit machen? Und bevor ich Tobias frage, will ich hier im Publikum mal fragen. Trace. Nachverfolgen. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Okay. Also, du meinst mit Core-Side nachschauen? Nee? Gut, dann fragen wir jetzt doch Tobias. Also, wir schauen uns das dynamisch an, was das mit dem Speicher macht. Das ist tendenziell eine gute Idee, wenn man mit Reverse Engineering nicht weiterkommt. Aber in diesem Fall habe ich diese Funktionen durchgeschaut und nachgeschaut, was ich damit tun kann. Und ich habe damit also angefangen, nach diesen Spezialfeatures zu suchen und habe festgestellt, da ist zu viel los. Ich habe das Gefühl, ich verstehe, was es machen sollte, aber es war einfach zu viel. Und diese zwei Funktionen zu kombinieren, können wir Folgendes machen. Wir benutzen diesen 0x1c-Händler, der uns Kontrolle über welche sekundäre Listenfunktionen jetzt ausgeführt werden sollen. Und die, haben wir vorhin gesehen, wird rüber kopiert ins IRAM im Boot-Prozess. Und das
gibt quasi diesen Funktionshändler, diese Tabelle zu allem, also jedem in die Hand, der IRAM schreiben kann. Und das haben wir vorhin gelernt, das können wir auch machen, eingeschränkt. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit machen können. In der ersten Stufe benutzen wir 0x80, um einen neuen Funktionszeiger zu injizieren, um dann verschiedene Prüfungen zu bestehen. Die können wir als Eintrag hier mit reintun in diese Tabelle und wir können auch Daten da reinschreiben, also Shellcode im Wesentlichen. Und in einem zweiten Schritt können wir dann diesen injizierten Index benutzen als Aufruf, um unseren eigenen Payload auszuführen. Das heißt, wir haben jetzt also Codeausführung im Kontext des Bootloaders, was so privilegiert ist, wie man überhaupt nur sein kann zu dem Zeitpunkt. Und wir können mal sehen, ob wir damit auch spielen können. Also kleine Zusammenfassung, wir basteln das alles zusammen, wir bekommen Codeausführung, wir werden jetzt also bevor wir jetzt hier drüber reden, was wir da eigentlich machen sollen, wir reden also über diesen Stager-Payload, den habe ich geschrieben, verschiedene Aufrufe. Es stellt sich raus, dieses Schreiben nach IRAM ist relativ langsam und auch fehleranfällig. Da kann es also auch Fehler geben. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist. Das wäre ganz interessant, wenn Siemens-Ingenieure uns das mitteilen könnten. Aber es sorgt dafür, dass ich also einen kleinen Payload hier injiziert habe, der ein Interface anbietet, mit dem man schnellere Lese- und Schreibzugriffe durchführen kann und da dann quasi eine zweite Stufe zu injizieren, und das wollen wir jetzt demonstrieren. So, jetzt unsere Demo. Zuallererst die Kommunikation uns anschauen, wie diese Anfrage gesendet wird und das Ergebnis empfangen wird und dieses Stager-Payload funktioniert. Oben ist das rohe UART, später zoomen wir rein und unten ist unser Client, der mit dem PLC redet und die Befehle sendet. Also wir starten unseren UART und sendet die Befehle, und wenn ihr das oben seht, seht ihr da oben, dass das -CPU-Signal kam, und jetzt senden wir unseren Stager und der sendet immer nur okay. Und das funktioniert mit der Firmware-Version 2.1. Jetzt machen wir was anderes. Wir lesen die Firmware aus einer funktionierenden PLC und wir vergleichen das mit der Firmware, die wir heruntergeladen haben. Zuerst entpacken wir die Firmware von Siemens. Dann haben wir hier. Nein, wir fangen erstmal mit SSH-Port-Forwarding. Und wir überprüfen, dass die PLC überhaupt funktioniert. Ordentlich. Dass wir nicht irgendwie eine kaputte PLC haben, also SPS haben oder sowas. PLC ist übrigens das englische Wort von SPS. Und ja. Hier haben wir den Webserver auf der SPS. Und wir versuchen uns auch anzumelden, einen Webserver auf der SPS, um sicherzustellen, dass die SPS funktioniert, und können auch das Passwort, jeder kann das raten. Irgendwann werden wir uns dann angemeldet haben und dann sehen wir die ganze Funktionalität auf der linken Seite. Es funktioniert, eine ganz normale SPS. Und jetzt werden wir die Firmware, die wir von der Siemens heruntergeladen haben, entpacken. Die wollen sicherstellen, dass die Leute aus dem Iran und Nordkorea es nicht bekommen. Also ich bin aus dem Iran zum Beispiel, aber ja. Hier haben wir das Firmware, die entpackt wurde, aber weil sie relativ groß ist, oder sehr groß ist, was wir jetzt nächstes machen, ist 256 Kilobyte von der Firmware exportieren irgendwo im von der Firmware. Schauen wir uns mal in IDA an. Wir haben hier keine Funktionen.
Dann exportieren wir einen Teil davon. Wir sorgen dafür, dass die UART ein bisschen langsamer ist, um sicherzustellen, dass es nicht zu schnell passiert. Also, dass der UART nicht voll wird, dass er nicht im Buffer über voll wird. Wir exportieren das relativ langsam. Das ist von dem vom Siemens Framework. Wir exportieren jetzt die Daten daraus. Das ist jetzt diese Datei. In diesem Teil sind wir jetzt fertig. Wir jetzt werden dieselben Adressbereiche in der SPS auslesen, aus der funktionierenden normalen SPS. Der obere Teil ist das rohe UART und unten ist der Client, den wir benutzen. Und wir setzen die SPS zurück und bevor es den Arbeitsspeicher überschreibt, lesen wir den Arbeitsspeicherbereich aus dem aus. Dieser Adresse. Und wir lesen 256 Kilobytes und hier senden wir den Befehl. Und wir senden Pakete und dann kriegen wir den Payload, also das ist ja den Dump. Das ist aus dem Arbeitsspeicher der SPS. Das ist nicht mehr von Siemens Webseite. Wir kopieren das auf unsere Maschine und dann vergleichen wir das. Und dann wählen wir den Speicher und dann vergleichen wir die mal miteinander. Und die stimmen zu 100% überein. Das ist genau die Firmware, die wir auch von der Siemens Firmware haben. Wir kriegen sie direkt aus dem Arbeitsspeicher der Siemens. Also, nächstes Beispiel. Wir können beliebigen Code ausführen, in einer sehr einfachen Art und Weise. Wir schreiben eine kleine Software für die SPS und kriegen Antwort. Wir bitten die SPS, uns eine Nachricht zu senden, jedes Mal. Wieder, wir senden unsere eigene Software und die SPS sendet uns das einfach zurück. Wir wissen das alles nur, wie das für 4.2.1 ist, aber ich glaube, Siemens hat den Bootloader in Dezember neu geupdatet. Das müssen wir jetzt anpassen. Und das ist die SPS, die das uns zusendet. Das sind Rohdaten, die SPS zusendet. Vielleicht ist das zu grundlegend. Das sind die Rohdaten, die wir von der SPS bekommen. Lass uns mal ein bisschen komplexeres stellen, etwas, was nicht von uns ist. Lass uns ein Spiel spielen, Tic-Tac-Toe, innerhalb der SPS. Wenn ihr SPS, wenn ihr es nicht kennt, so funktioniert Tic-Tac-Toe und ich bin gleich gut wie Google. Jetzt senden wir wieder unsere Software, teilweise Code aus dem Internet, kompilieren das und laden es auf die SPS hoch. Natürlich muss man viele Sachen anpassen, aber wir senden unsere Software und das sind die Rohdaten vom Client. Und im Endeffekt sieht man das Tic-Tac-Toe-Interface, da müssen wir dann interagieren. Spieler 1 ist das X, Spieler 2 hat das 0. Hoffentlich gewinnt jetzt Spieler 1. Ja! Das war ein zweiter Teil der Demo.
Wo viele weitere Ideen sind da auch, was wir anderen Code hinzufügen können mit der Sonderzugangsfunktion. Wir arbeiten da immer noch dran. Viele andere Sachen, auch viele andere Sachen von Siemens. Sorry Siemens, wir arbeiten da einfach dran, aber es wird noch weiteres geben. Aber in der Zwischenzeit gibt es noch Ideen für andere Leute, die sich das auch anschauen wollen. Wollen die Sicherheit von Siemens SPSen analysieren. Mit dem Sonderzugriff kann man gewisse Sachen anschauen. Zum Beispiel kann man eine neue Firmware schreiben, ohne die ganze kryptografische Überprüfung zu machen. Zum Beispiel kann man damit ein Stückchen Software ausführen, bevor die Adonis-Betriebssystem komplett gebootet hat oder bevor es bootet. Es gibt da Webhändler mit Lilili und Lololo, und was man da auch machen kann, ist einen speziellen zivischen Händler hinzufügen kann oder einen existierenden Händler überschreiben. Und damit kann man Tritone machen. Die haben das in einer SPS, haben es in TCP gemacht. Wir warten einfach auf Befehle. Und andere Alternative wäre, Software zu überschreiben, Jump Table zu überschreiben und prozessorspezifische Angriffe durchzuführen. Was ist da immer noch? Du bist da noch draußen. Was wir uns angeschaut haben, ist der Angriffsvektor von der SPS. Wir haben unterschiedliche Angriffsmethoden. Wir schauen uns immer noch Hardware- und Software-Sachen an. Wir arbeiten immer noch dran, da können wir jetzt noch nicht drüber reden. Außerdem, was Interessantes ist, wenn jemand SPS in Sicherheit von SPS interner sich anschauen möchte, also jetzt nicht nur dieses Netzwerksegmentierung, MWSL ist ein interessanter Angriffsvektor. Ich vermute, dass da noch irgendwo ein paar Bugs sind und Firmware-Signing könnte auch problematisch sein und der der Echtzeitkompilierer ist auch ein bisschen interessant. Und wenn man sich remote angreifer ist, dann ist sowohl der Webserver als auch der Netzwerkzugriff von Firmwares, die Services, die sie haben, potenziell interessant. Die schauen wir uns auch an, natürlich. Also, jetzt abschließend. SPSen werden komplexer, weil sie mehr und mehr Funktionen zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird mehr Bugs geben. Zum Beispiel MWS, was wir uns überhaupt noch nicht angeschaut haben, in diesem Webserver. Außerdem versuchen die Hersteller, es komplexer und komplexer zu machen. Sie haben Anti-Debug-Funktionalitäten in den SPSen, aber auch Firmware-Integrationsverifikation, signierte Firmware, wenn man sie auf die SPS hochlädt. Und sie versuchen es komplexer zu machen. Aber was wir auch wissen müssen, ist, dass wenn im Angriffsmodell, im Sicherheitsökosystem, das von ihnen erstellt wird, wenn dort eine Funktion ist, die dieses selbe Sicherheitssystem, das sie selber erstellt haben, dann, was sie hier offensichtlich gemacht haben, mit dem Sonderzugriffsfunktionalitäten im Bootloader, dann ist es problematisch. Und das müssen dann halt auch die Kunden wissen. Solange Kunden wissen, worauf sie aufpassen müssen, dann ist es halbwegs in Ordnung. Aber ansonsten können sie sich selber nicht davor schützen. Außerdem müssen sie auch über Sicherheit, gegen Obskurität überdenken. Vielleicht sollten sie uns als Forscher einen Zugriff geben. Wir schauen uns sowieso an. Vielleicht können sie es auch uns einfacher machen. Und es kann auch viel mehr gemacht werden mit SPSen. Und Siemens wird nicht
die letzte sein, die wir uns anschauen. Wir müssen auch noch einige Leute denken, zum Beispiel Thorsten Holz, der jetzt nicht hier ist, von der Universität Trumm, Thomas, Alexander, Maria, Lucian und die anderen, die auf der Folie sind. Und jetzt werden wir noch ein paar Fragen beantworten. Das war die deutsche Übersetzung des Talks Unbeschränkte Codeausführung auf Siemens S7 SPSen vom 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren Franz T. und Tribut. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@c3lingo.org oder auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Ich habe eine Frage aus dem Internet. Habt ihr den MC7 Parser euch näher angeschaut? Habt ihr da unbekannte Instruktionen, die dort verwendet werden? Ja, Tobi, möchtest du da antworten? Nee? Also ist das aufgenommen oder muss ich das wiederholen? Also, okay, gut, ich muss es nicht wiederholen. Also haben wir nicht gemacht, wir haben uns das nicht genauer angeschaut, den Parser, aber wir arbeiten da jetzt dran. Wie konntet ihr das Passwort finden? Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Wir hatten das schon lange vor uns, bis Siemens dieses Anti-Debugging-Feature eingeführt hat. Und dann mussten wir andere Wege finden, das rauszufinden, ähnliche Funktionen, ähnliche Varianten. Also was wir hier nicht zeigen, ist, wie wir diese Instruktion ausgeführt haben. Da haben wir von einigen Forschern aus Holland Hilfe und aus Frankreich. Das waren also Dinge, wo Siemens 2013 bis 2016 davon wussten. Die haben das gepatcht, die hatten dann versucht, ihre SPS von dieser Attacke zu schützen. Das wurde nicht publiziert. Und also wir haben es benutzt, aber wir wollten nicht drüber reden, aber wir haben das repliziert, was die machen konnten. Und dann, nachdem wir dann also andere Wege suchen mussten, da hat uns das dann unsere Augen geöffnet, dass es da auch andere Funktionalitäten gibt, zum Beispiel in diesem Bootloader. Bevor wir es gebraucht hatten, haben wir uns das nicht angeschaut. Es war in gewisser Weise vor uns für 2 Jahre lang. Also eine Sache, eine Hintergrundgeschichte, die vielleicht ganz interessant ist. In der vorherigen Technik, die wir benutzt haben, wo wir den Sprungbefehl überschrieben haben, der zu diesem Spezialzugriff-Feature, den haben wir mit einem unkonditionierten Sprung, da haben wir einfach 60% des Firmware-Images übersprungen. Und die Vermutung, dass da einfach zu viel Funktionalität drin war, die ich vorhin schon hatte, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, und dann haben wir halt gezeigt haben, okay, das ist jetzt genau dieser Ort, den wir vorhin überschrieben hatten, und den haben wir dann für uns selbst benutzt. Gibt es irgendwelche Boot-Sicherheit außerhalb des CRCs-Überprüfungen? Könnte man den Inhalt des SPI-Flashs überschreiben und beliebige Codeausführungen dadurch erlangen? Also es hängt davon ab, je nachdem in welchem Jahr, also 2017, 2016, es geht immer um dasselbe Modell der SPS, 2019, nein, da, 17, 18, nein, da konnte man einfach den kompletten SPI-Flash überschreiben und das war in Ordnung, aber wenn das ein Halt ausführt, dann würde das diese Anti-Debugging-Funktion, dieser Watchdog würde davon getriggert werden. Aber was Frameware, die wird auf den NAND geschrieben und dann ist es nur eine CRC-Summe. Während es Updates gibt es einige kryptografische Checks, aber bei der Ausführung nicht. Es gibt da noch einige Probleme, das ist noch Forschungsgebiet, da wollen wir nicht drüber reden, aber ja. Könnt ihr mehr darüber reden, wie ihr mit dem Hersteller geredet habt und eure Zeitschiene?
Ja, also wir hatten das Problem 1,5 Jahre schon gekannt, bevor wir uns mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt haben. Das liegt auch daran, dass wir das für andere Projekte benutzt haben. Das war eigentlich ein Seitenprojekt gewesen, das Hauptprojekt. Das arbeiten wir noch dran, das läuft noch. Aber von diesem Seitenprojekt hatten wir diesen Zugriff und wir hatten Angst, dass der Hersteller das dann ändert und dann die anderen Sicherheitsprobleme, wie die wir von dem anderen Problem noch finden könnten, dass die dann nicht zugelassen werden würden. Und Thomas wollte über seinen Talk nicht sprechen, dieses JTAG-Interface für CoreSite, und dann haben wir beschlossen, okay, jetzt reden wir auch drüber, aber ansonsten haben wir im Juni mit Siemens gesprochen und die haben bestätigt, dass es dieses Hardware-Spezialzugriffsfeature gibt, und die haben gesagt, sie werden das entfernen, und das war es im Wesentlichen. Also wir haben auch einen Aufschrieb ihnen geschickt. Noch eine Frage aus dem Internet. Wie kann man das auslesen, kann man Firmware auslesen, wenn der Standard-Firmware-Auslesewerkzeug für Linux, wie zum Beispiel FlashROM, das nicht auslesen kann? Also, wenn FlashROM das nicht auslesen kann, das Werkzeug, wie kriegen wir dann die Firmware, wenn wir nicht die... Also wir haben den Flash-Chip haben wir nie decapped, also da haben wir nie die Hülle abgemacht. Das ist, wir wussten ja, es ist, Siemens hat keine eigene CPU gehabt, deswegen haben wir das abgemacht. Aber von anderen Sachen, diese Funktionalität, diese Bootloader-Funktionalität, die einem erlaubt, den Speicherinhalt zu lesen, das braucht man ja am Ende nicht. Einer meiner Studenten hat da herausgefunden, dass man den Bootloader-Chip nicht mal rausnehmen muss. Man kann direkt auf die Platine verbinden und die Firmware dumpen. Marcello hat das herausgefunden, der ist auch hier. Und man kann das direkt lesen. Und ich denke, das Lesen, also manche Teile sind geschützt, vor allem in den neueren Versionen. Man kann nicht alles lesen, aber davon mal abgesehen, sehe ich nicht, dass es Hardware-Schutz gibt, aber ich bin sicher, dass sie daran arbeiten, und wir arbeiten auch an Varianten, um das zu umgehen. Tschüss! Tschüss!